Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dela Kochstudio. Heute bin ich mal nur die Assistentin. Deshalb begrüße ich meine wundervolle Küchenfee, den Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Was haben wir denn heute für Pläne? Wir wollen Hähnchen braten. Das ist ein gutes Konzept. Dinge mit Hähnchen sind nicht schlecht. Ja, und zwar wollen wir Hähnchenfilet panieren und dann braten. Und wir haben uns überlegt, immer nur normale Semmelbrösel als Panade ist langweilig. Und deswegen probieren wir mal aus, wie eine Chips-Marinade schmeckt. Mit Cajun. Mit Cajun Würz, genau. Wir haben dazu Stapel Chips einer scharfen Bauart und die tun jetzt in ein Kärtchen und zerkleinern die erstmal schön, dass das dann auch schön feine Panade wird. Ein Mixer wäre wahrscheinlich besser, aber der ist irgendwo verräumt und deswegen muss ich Chef und Assistent gleichzeitig sein. Assistent ist nämlich nur dem Namen nach so. Also, nee, dass ich keiner bin. So. Auch hier ist wichtig, während des Chips-Verbröselns auf Arbeitsschutz achten. Mein Problem ist nicht eine Chipsrolle. Zunächst fliegen so Schrapnelle und so. Warum bekomme ich keine auf? Aber du hast doch schon eine Brille eingebaut. Ja, aber die schützt mich von den Seiten hin. Ich mache die Krümel auch ziemlich fein, weil ich habe schon mal mit Cornflakes-Panade experimentiert. Und die hatte ich nicht ganz, die hatte ich relativ grob gelassen. Und das hat beim Essen furchtbar im Gaumen gekratzt. Das war nicht angenehm. Aber wenn ihr das gerne mögt, dann könnt ihr auch Kohlenchips krümeln. Aber auf eigene Gefahr. Der Ersatz des Productions ist nicht haftbar für Gaumenverletzungen jeder Art. Oder für chemische Verbrennungen oder ähnliches. Sehr wohl, wie soll es weitergehen? Wir schauen jetzt mal, ob das Hähnchen aufgetaut ist. Es wird nun das Huhn zu Auftauzwecken mit heißem Wasser gewässert. Warten, dass das Hühnchen auftaut ist. Kannst du uns ja schon mal den groben Schlachtplan erläutern. Wir wollen auf Eibasis das Marinade marinieren. Genau. Wir, also nicht auf Ölbasis, sondern auf Eibasis. Das darum. Ja, marinieren tun wir gar nicht. Wir panieren. Ich weiß nicht, wie man auf Ölbasis paniert. Ich wusste nicht, dass es überhaupt geht. Ich auch nicht. Es wäre jetzt ein Experiment gewesen. Aber ja. Ach so. Ich hätte das vielleicht schon in einer Cajun-Öl-Marinade vormariniert. Beschlichen oder gewälzt oder sowas. Möglichst viel Cajun, wenig Öl. Dann das ölige Huhn ins Mehl, oder Mehl geschockt ist. Das dann in die Eimasse. Und anschließend in die Chipse. Okay. Das Ei habe ich schon mal aufgeschlagen. Das würde ich jetzt ein bisschen. Die sind vielleicht ein wenig klein Verhältnis, aber da bin ich auch selbst dran schuld. Aber das geht glaube ich recht gut. Zu ihr wurde das Mehl hier bestellt. Ja, das darf ich nochmal. Gut, dumme Witze. Das Huhn zeigt sich noch unbeeindruckt von der Wärmebehandlung. Könnte aber auch an einer Außentemperatur von ungefähr minus 4 Grad liegen. Intelligentere Menschen als wir das sind, würden natürlich einfach das Huhn in die Mikrowelle legen. Ja, und dann ist die Gefahr, dass es gab schon. Ja, das verstehe ich. Wir haben hier Zeit. Du hast noch Hunger, ich weiß, aber.
Was soll es denn eigentlich eine Beilage zu diesem erlesenen Essen geben? Wir werden uns Curly Fries machen. Mhm. Allerdings ganz langweilig die fertig eingefrorenen aus dem Supermarkt. Aber irgendwann finden wir heraus, wie man die selbst macht. Und das wird ein großer Tag der Freude werden. Vor allem, wie man die würzt. Die Würzung von denen ist immer ziemlich geil. Mhm. Wir schütten mal ein Schüsselchen mit Öl und Ketchup vorbereiten. Ja, das können wir eigentlich tun. Was hältst du denn von Cajun und Bratwurstgewürz? Können wir gerne mischen. Okay. Das ist das Bratwurst. Und hier das Mürei. Das Bolognese. Das Cajun. Wenn ihr nicht gern scharf esst, ist Cajun nicht das Gewürz für euch. Bratwurstchen Gewürz allerdings kann ich an dieser Stelle vorbehaltlos für jeden empfehlen. Ich sage dir nur kein Huhn. Dann macht es nicht ein Huhn. Aber man kann damit zum Beispiel auch ausgezeichnet Huhnsoße würzen. Möchtest du Knoblauch-Chili-Gewürz? Nee, ich denke. Denke, das reicht. Ja, ansonsten wissen wir nicht, an welcher Stellschraube wir zu viel haben oder nicht. Deswegen. Ich überprüfe erneut den Gefrierbrat des Huhns. Und ich erbitte selbstverständlich einen Statusbericht von der Gewürzherstellungsfront. Die ist fertig, glaube ich. Okay. Wir müssen eventuell nachmachen. Ich bin mir mit der Menge nicht ganz sicher. Dann hätte ich hier eine Auswahl. Es werden mehr Nuggets als. Ja, das war aber tatsächlich auch mein Plan. Okay. Ich hatte irgendwie an Schnitzelchen. Nee, für Schnitzelchen hatte ich die schon von vornherein zu klein geschnitten. Ja, das war mir nicht ganz klar. Irgendwie dachte ich, es wären noch so ganze Innenfilets da. Nee. Die sind aber jetzt durch den Kühlprozess noch ein bisschen zerfledderter, aber. Es kommt nun der Einsatz der Panierstraße. Na, ich bin nur überlegt, ob wir erst alle. In Öl wälzen, dann weitermachen. Ja, genau. Dann werden. Ach, nehmen wir einfach genau. Den, die hier sowieso stehen. Mhm. Wie Sie sehen, habe ich da schon mal etwas vorbereitet. Ja, der Abwaschbus ist nicht sowieso gemacht. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, das wird so. Ich glaube, davon. Sonst können wir mal ein Stückchen in das Mehl werfen. Also wir bedecken das Ganze erst mit Mehl, dann mit ein wenig Ei, nach dem Ei dann mit Chips drin. Korrekt? Genau. So funktioniert das bei dir. Hab ich mich lange nicht dran getraut, ist aber echt simpel. Man braucht halt ein paar mehr Gefäße. Es gibt aber auch richtige Panierstraßen, wenn ihr das wollt, also da gibt es richtige quasi Teller sind, die drei Aussparungen haben. Und da könnt ihr dann entsprechend euer Paniergut einbauen. Aber hier muss ja mal allem gespart werden. Selbstverständlich, wir sind ja nicht im Westen. Verstehe schon. Eine Aufforderung fürs Ausstudieren. Ich kannte das aber tatsächlich mit dem Mehl auch ein bisschen anders. Ich erinnere mich aber nicht mehr, wie ich es kenne. Ich glaube, ich habe das mal so gelernt, noch ursprünglich, dass man erst das Ei macht, dann das Ei in das Mehl und dann nochmal ein Ei und dann in die Krümel. Okay. Aber das kann sein, dass ich mich da falsch erinnere, oder dass das alt ist. Ich mache das hier auch nur aus dem Gedächtnis. Ich habe das irgendwann mal gelernt oder gesehen oder vielleicht sogar gehört. Möglicherweise war es beim großartigen Hobbykoch-Podcast. Mhm, wir grüßen an dieser Stelle. Hi, hi. Und ja, seitdem mache ich das so. Also ich glaube, seitdem mache ich es so. Vielleicht habe ich auch ein paar Erinnerungslücken oder so. Und möglicherweise gehen uns gleich die Chips kommen aus. Ja, wir haben aber auch nur noch zwei Stück Fleisch.
Und wir haben auch noch Chips. Die Nachproduktion ist also gesichert. Soll ich das schon mal ins Ei schubsen oder auf die Schwarze? Ja. Und das Mehl soll quasi in einem leichten Kruste schon bilden? Oder ist das für die Bindfähigkeit der Grüne? Das ist dafür da, also so habe ich mir das zusammengehalten, dass das Ei an dem Tier haftet. Das ist quasi die überflüssige Flüssigkeit, die da dran ist. Ja, das ist verkehrt. So, und wir brauchen mehr Chipskugeln. Jawohl. Wichtig für die Arbeit in der Küche ist selbstverständlich immer ein gewisses Maß an Gottvertrauen, aber auch das dringend vorhanden sein müssen eines Verfahrensplans. Sollte man sich nicht dazu mitreisen lassen, die mehligen Pfoten abzunicken. Das schmeckt nämlich noch nichts. Und weiter geht's. Wenn man es gut drauf hat, kann man eine Hand um das Fleisch im Ei zu wenden und die andere dann für die Chipskrümel und schmeißt dann Chips drauf oder mit dieser Hand das Ei zu berühren, dann bleibt eine zumindest ein bisschen sauber. Aber ja, ich krieg's nur so halb hin. Aber ich bin richtig bemüht. Unbedingt zu vermeiden sind auch Eispritzer auf der Brille. Ja, da kann man putzen, dass das nicht so stimmt. Und auch nicht zu viel mehr nehmen, sonst platzt diese Eibrille nicht immer wieder auf. Ah, das möchte ich nicht. Ja, du hast einigermaßen gut gemacht. Ist mir nur bei ein, zwei Stücken aufgefallen, aber das ist viel besser als bei meinen meisten Versuchen. Recht wichtig ist nach dem Polieren auch das Reichen einer Übergangspausenzigarette. Ja, aber bevor wir das machen, ja, würde ich sagen, wir heizen ein. Nein, wir heizen die Heißluftfritteuse für die Pommes ein. Jawohl. Weil die werden jetzt länger kochen als unser Panieren. Mhm. Und im Prinzip, wir haben die panierten Fleischstücke. Wie man Fleisch brät, ist, glaube ich, recht simpel, beziehungsweise bei paniertem ist es immer ganz gut, wenn man reichlich Öl nimmt, sodass es zur Hälfte mindestens bedeckt ist. Mhm. Und dann geht es auch relativ schnell. Ja, hat man das geklopft, geht schneller, aber ich denke mal so 30 Sekunden bis eine Minute von jeder Seite und das ist dann auch durch. Mhm. Vielleicht noch mal gleich noch ein bisschen Geräuschkulisse, aber die Heißluftfritteuse wird möglicherweise ein bisschen laut sein, deswegen... Wir stellen die Heißluft auf wie viel Grad und wie lang? Aufs Bonusprogramm, 180 Grad, 15 Minuten. Mhm. Möglicherweise müssen wir noch mal ein bisschen nachgaben. Heute in etwa passen. Wo das Ding war für jeden Tätigkeit in der Küche ist auch das direkte Reinigen der Utensilien. Alternativ geht auch eine Spülmaschine, die man alles verräumt und aus den Augen hat. Oder ein Sechsklaven mit Hausmannschaft zum Bezug. Das geht auch. Ideal ist ja auch das Vorhandensein einer Spülküche mit Personal, aber da müssen wir, glaube ich. Ja. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wie müsst ihr selbst rausfinden? Indem ihr bei Gott und uns hilft, abweichen. Ja, stimmt. Das ist die direkteste Form der Unterstützung. Doch wir kämen auch ein Wurm. Spültücher und Handtücher werden gestellt. Aufgrund der Ermangelung an erneuerbaren Energien, auf Deutsch gesagt, jetzt ist das Öl ausgegangen, wird das normale Bratöl jetzt substituiert durch Knoblauchöl aus den Knoblauchgläsern. Es wird nun eine kurze Pause unseres Sponsors. Tabak, klar. Ja. Nein, das ist ja wirklich. Tomako. Gibt's HB eigentlich noch als Meister? Oh, weiß ich nicht.
Bleibst du drüben oder was? Was bietet sich denn für dieses Gericht zu einem Dips an? Ich denke zum Beispiel an Variationen von Caesar-Stip. Könnte mir auch gut vorstellen, ein Ranch-Dressing noch dazu gepassen. Muss ehrlich sein, ich habe wieder vergessen, was Ranch-Dressing ist. Obwohl ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst die Zeitspeisefolge dazu gehört habe. Auch hier geht Grüße raus. Hi Kai, hallo Christopher. Hi. Also ich rotiere für ein Caesars. Ich glaube, das wird die Schärfe ein wenig entfliehen. Ich könnte mir aber zum Beispiel auch sehr gut eine Mary-Fit-Fassung dazu vorstellen, was so ein bisschen die Tomatigkeit hält. Ich hätte jetzt der Einfachheit halber wahrscheinlich ein Stückchen Fleisch in die Sour Cream gedippt, die wir zu den Pommes haben. Ja, auch. Aber ich glaube, das American Dressing ist. Kann man erst noch gut probieren. Genau. Und zu schauen, ob das den Wunde. Soll ich die Pfanne schon mal anheizen? Ja, das wäre ganz gut. Wichtig bei Umgang mit Touchgeräten ist übrigens auch, dass ihr nicht gänzlich innerlich tot seid. Denn dieses Problem habe ich regelmäßig, dass mein Zerratfeld nicht auf meine Touchgeräte reagiert. Ja, doch nicht. Wenn ihr übrigens mal irgendwelche kreativen Ideen habt, wird ihr euch selbst die Möglichkeit eines wahnsinnigen Küchenlabors mangelt. Dann könnt ihr euch gerne an uns wenden, zum Beispiel über den Twitter-Account des Themas aufgepasst. Ja, genau da. Okay. Oder natürlich über @nedani. Da findet ihr mich und das sehe ich auch wesentlich einfacher als Menschen an Themas aus. An dieser Stelle, kurze Werbung. Wir können euch nur empfehlen, auch die anderen Qualitätsformate der Themas aus der Produkten zu hören. Es wird zum Beispiel demnächst über neue Folgen den Spielgang Gast geben. Es wird möglicherweise auch mit Blech oder Messer weitergehen. Selbstverständlich ist auch das hilfreiche und glorreiche Team des Alten Verbindung auch im Jahr 2021. Wo du anfängst, gib mir mal das kleine Glas, was da steht. Ja. Ich werde mich währenddessen und das Anmatschen ins Passings kommen. Ja, ich hoffe noch ein bisschen. Zeigt ihr ja noch oder angehört. Zur Anbahnung eines Dressings öffnen wir eine Flasche Caesars Dressing. Unter Anwendung hoher Gewalt. Ja, selbstverständlich erfolglos. Die Heißluftfritteuse gibt erst die Töne von sich, die können jedoch noch ignoriert werden. So, dann fangen wir mal an mit dem Hauptfrittiergang. Währenddessen zerstückle ich eine Tomate. Aufpassen, weil wenn man zu viel Fleisch in das Fett tut, kann es sein, dass es ein bisschen stark abkühlt, deswegen die Frittierzeit verlängert. Deswegen möglicherweise zwischen den Gängen auch ein bisschen warten, bis das Öl wieder heiß genug ist. Ich kann da leider auch keine festen Zeiten geben oder so, weil das ist alles sehr experimentell auch hier. Die Herstellung einer dickähnlichen Substanz wäre hiermit auch abgeschlossen. Sie beinhaltet Kräuter und kräuterähnliche Produkte, Tomaten, Caesars Dressing und American Dressing. Und wir meinen mit kräuterähnliche Produkte kein Cannabis. Auch hier werden wir natürlich den Halt schon ausschließen, aber whatever feels so good. Kurz und knapp. Das hat ein Fußprinzipiertes Sachen.
kommt nun zur Hinzufügung von Pommes. Und dann streiten wir das Verkostung. Ja. Erstmal trocken, oder? Soße. Geschmacklich durchaus. Ansprechend. Okay. Aber du hast recht, es hätte noch was Salziges dran gekommen. Aber ich muss sagen, gefällt mir. Der Dip ist auch sehr gut. Ich weiß noch nicht, ob ich noch irgendwas von dem ursprünglichen Chips-Geschmack rausschmecke. Also ist vorhanden, aber wenig. Also, wahrscheinlich ist die Geschmacksrichtung dann tatsächlich relativ egal. Dafür die eigentliche Würzung mehr. Aber das Ketchup kommt gut raus, finde ich. Und das Bratkettchen auch. Haptisch perfekt. Gut. Ist auch alles gut durch. Da hatte ich bei den dickeren Stücken meine Zweifel. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir haben uns. Tschüss. Tschüss.